die... Ja, das, auch wenn ich wollte, ginge es nicht. Ja, wahrscheinlich sind sie entweder durch Remnants zerstört worden oder sind kaputt gegangen, weil sie keine Fuel mehr hatten. Kein Treibstoff. Und das kann auch sehr gut sein, denn wir sind dann relativ weit geflogen. Das hier ist rot, weil man sieht, dass... Ich researche hier schon wieder Material Science ohne Ende. Weil das Schiff praktisch schon mit einem alten Blueprint gebaut wurde. Und sozusagen outdated ist. Veraltet. Ja, da ist man praktisch ständig im Upstream. Ah, da kommt der Computer Tech Tree, der uns einige Verbesserungen und Improvements gibt. Er gibt uns den Computer Core und die Targeting Sensors, die werden später wichtig. Der Computer Core ersetzt Bridge und Lebenserhaltungssysteme und Crew, womit man schon mal massiv Bauplätze spart für Subsystems. Und so langsam wird es doch recht träge, die Forschung, die nämlich auch mit exponentieller Stärke zunimmt. Die erforderlichen Forschungspunkte gehen auch exponentiell hoch. Was bedeutet, dass es auch immer schwieriger wird, dem nachzukommen. Das heißt, man muss im Prinzip expanden, um hier überhaupt was machen zu können. Oder einigermaßen voranzukommen. Ah, siehst du, dann hat er jetzt hier automatisch colonized. Das ist natürlich auch nicht so nett, ohne mich dazu fragen. Metal Mining World, und das ist jetzt zum Beispiel, genau, Rich Ore Deposits. Also der PC macht eigentlich immer eine Metal Mining World, wenn hier Rich Ore Deposits drauf sind, egal wie viel Ore eigentlich vorhanden ist, ob das jetzt 10 Millionen sind oder 100 Millionen, ja, Hauptsache 50% mehr. Das ist jetzt auch ein bisschen fragwürdig, aber gut. Soll er mal machen. Eisen brauchen wir so oder so. Ja. Und das soll es jetzt vorerst hier mal gewesen sein. Sollen wir ihn jetzt mal angreifen? Komm, wir greifen jetzt mal an, bevor wir das hier beenden. Er hat da sogar noch ein Treaty rausgeschmissen, dass wir wieder refusen. Und dann werden wir ihm einfach mal sagen, Junge, du hast verkackt. Und dann geht's los. Wir hoffen, dass wir uns hier nicht irgendwie unser System angreifen mit irgendwelchen Side-Troops, die er hier versteckt hat, der Lümmel, aber ich glaube nicht. Sehr, sehr netter Side-Fact von dem Game. Wie ich doch finde. So, die hier sind jetzt auch schon außer Gefecht. Die gehen langsam, aber sicher kaputt. Und er wird jetzt hier alle seine restlichen Truppen zu uns schicken. Was ihm aber nichts bringen wird, denn es wird gnadenlos zu Ende gehen mit ihm.
Warum präferieren die diese Colony Ships? Wahrscheinlich, weil sie mehr Health Points haben, ne? Gut, das war jetzt natürlich etwas. Doch etwas einfach für den Anfang. Wo ist eigentlich sein Heimatplanet? Er hat 12 von 12? 25, das dürfte der sein. 19 von 19. Das sind hier nur Händler. Wow, wie viele Händler hat er denn? Viele. Ich dachte, das sind ja alles schon noch Schiffe. Aber dann werden wir ja einfach mal seine Heimatwelt angreifen. Und was dann passiert, ist, dass die Gebäude kaputt gehen und die Einwohnerzahl runtergeht. Also zwangsläufig bei Bombardement natürlich. Und einen Planeten komplett zu zerstören dauert sehr lange, denn der hat hier ein Giga... ein Gabe Points. Health Points, und das ist schon ziemlich viel. Wir haben jetzt, glaube ich, um die 100 DPS mit diesen Schiffen, und das ist jetzt nicht so viel. Es reicht halt aus, um die anderen Schiffe zu zerklatschen. Was auch passiert ist, dass die Stimmung von den Leuten absinkt, also die Mood, ja. Und somit auch die ganze Production runtergeht von diesem Planeten. Was uns allerdings gleich passiert ist, wie wir hier sehen, wir haben bald kein Benzin mehr, kein Fuel. Das ist schlecht. Ich sehe gerade, wir sind relativ ineffektiv. Geht ein bisschen runter. Währenddessen häufen wir natürlich Unmengen an Männer Ressourcen an. Wenn wir hier nichts tun, ja. Deshalb werden wir einfach mal ein bisschen nachpumpen. Ups, das war ja doch schon der richtige.
wir sehen, so langsam geht das mit unseren Cruisern zur Neige. Das heißt also, die werden auch irgendwann kaputt gehen, wenn wir denen keinen Tanker hinschicken. Und wir haben gar keinen Tanker, das ist ja auch... Ach doch. Sehr ruhiges Game. Ja. Ja, das soll es gewesen sein. Ein kleiner Vorgeschmack. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen wenig geredet habe an manchen Stellen oder wenn das ein bisschen unübersichtlich erschienen ist. Das Spiel am Anfang, es ist eben ein sehr komplexes Spiel für den Anfang und man muss sich schon so ein bisschen reinfriemeln. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt die letzten Tage. Und hab auch noch nicht so ganz alles verstanden und ja, hab hier Probleme mit einem Trivial-Gegner. Gut, jetzt auch nicht immens, aber ja, so ein kleiner Vorgeschmack auf dieses Spiel. Bin gerne offen für Anregungen und konstruktive Kritik. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch und in diesem Sinne, salut!